Freilich, der Alcazar duldet solche Extravaganzen nicht lange. Bereits im zweiten Bild ist die Pose fester, die Kleidung ernster. Ein missmutig gleichgültiger Stolz ist über die Züge gebreitet. Und im dritten Bilde, dem Gegenstück zu dem, das den König beim Gottesdienst darstellt, ist aus der lebenslustigen jungen Dame ganz die bigotte Königin geworden. Auch sie kniet am Betpult über das Breviarium gebeugt. Das Bild ist die Einleitung zu den späteren, von Carreño herrührenden Werken, die sie als Regentin in schwarzer Nonnentracht darstellen. Und in der Tat entspross der Verbindung 1651 ein Töchterchen. Die kleine Infantin Margarete brachte noch Sonne und Wärme in den düstern Lebensabend des Königs. Und wieder hatte Velázquez ein junges Menschenkind auf seinem Lebensweg zu begleiten. Vom Baby, dem kleinen, nichtsahnenden Baby, das mit fragenden Kinderaugen in die Welt blickt, bis zur Braut, dem sehr selbstbewussten Backfisch, der im Begriff ist, einen Kaiserthron einzunehmen. Noch kaum zum Leben erwacht, ist Margarete auf dem Brustbild des Louvre, auf dem sie ein schwarz-rosarotes Kleidchen trägt, während ein hellblaues Seidenband durch ihr weiches, aschblondes Haar sich schlingt. Auf einem Wiener Bilde hält sie, 3 Jahre alt, in der einen Hand einen Fächer und stützt die andere auf einen Tisch, auf dem eine Vase mit Blumen steht.